Weiter geht's heute mit Need for Speed Unbound. Wir machen heute weiter mit einem nächsten Rennen und danach werden wir uns das große Geld holen. Hey! Hey! Also du willst das bestimmt nicht hören, aber... Lass mich raten. Die Quali steht an. Du verdienst nicht genug, Speedy. Na, wir kriegen noch. Wir haben das Auto... Wir haben das Auto ja fertig. Jetzt probiere ich den neuen Burrito-Laden auf. Tschüssi! Ha! Als hättest du meine Gedanken gelesen. Ernsthaft? Abgesehen vom Burrito. Ich probiere nämlich einen neuen Ceviche-Laden in der Innenstadt aus. Bye! Ja, wir haben unser Auto soweit fertig für das Quali-Rennen. Das zweite Auto ist jetzt durch. Und wir fangen jetzt Geld an zu verdienen dafür. Das war vielleicht in der nächsten, na, vielleicht übernächste Folge, wenn ich, oder weniger. Ich war eher übernächsten. Oder drittnächsten, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Wir kriegen schon irgendwie zusammen. Also zwei, drei Folgen vielleicht noch. Und dann haben wir unseren Acura auch soweit unter Dach und Fach. Wir brauchen jetzt ein bisschen Kohle für das nächste große Event, was 28.000 bringt. Und dann vielleicht noch zwei, drei Rennen und dann müssen wir uns eigentlich fertig haben. Dann fahren wir das Quali. Also ich werde es heute nicht mehr in der Aufnahmezeit schaffen. Lisa jetzt nicht mehr, vielleicht noch in der nächsten. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein bisschen zocke. Ich fahre nämlich gleich noch zum Fußball. Und deswegen... Wir fahren den Lecture Remix. Und legen uns mit Halo an. Der Acura ist soweit, wie gesagt, unter Dach und Fach. Den brauchen wir, haben wir jetzt fertig. Endlich. Hat lange gedauert, aber hat dann irgendwann gebracht. Ja klar, die Supersportwagen sind natürlich alle ein bisschen besser, aber ich baue mir lieber was eigenes auf. Vielleicht fangen wir dann entweder den Urus oder die Corvette für das S Plus. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Boah, da hat aber ein, zwei deppert. Können wir uns aufs Rennen konzentrieren? Nimm mal bitte dein Dings weg. Ja, ich dachte mir eigentlich, wir könnten heute noch um das Auto fahren, aber leider nicht. Justitia, geh mir nicht auf den Sack, du spielst nicht mehr mit den Großen mit. So, es war vorbei an dem Urus. Ich weiß, ich hab kein Links dabei. Oh, Alter! Boah, dieser... Das ist eine Corvette da vorne auf jeden Fall. Die zieht aber gut. Das ist das Problem an der Sache. Das ist ein Sportwagen. Ich wäre fast falsch abgebogen. Kriege ich aber auch nicht gefangen da vorne. Der zieht aber keinen Fehler da vorne. Die Corvette. Nee, der macht keinen Fehler. Der wird das Ding klar gewinnen. Wow. Glückwunsch. Wow, wow, wow. Der hat aber auch... Der wird aber auch mal ein bisschen was machen, ey. Ja, 5 Sekunden. Das Halo fährt, wie gesagt, ich
Das dürfte eine Corvette sein, dass der da vorne fährt. Könnt ihr solche schnellen Autos mal bitte ein bisschen ganz nach hinten packen? Weil sobald die Corvette zweiter oder dritter startet die und zieht da vorne mal alles weg. Ross, Hauptsache Ross spielt bei der A-Plus mit. Mit einem Honda Civic, weißt du? Na gut, jetzt kannst du wahrscheinlich jedes Auto aufbauen. Ja, dann bremst. Aber du bremst mich halt komplett aus. Das ist das Problem an der Nummer. Oh ja, genau. Als hattest du mal die Affen da vorne wegbremst. Ich muss den Spieler weg. Ich habe keine Chance, da hinter den herzukommen. Als ich Ross, der ist gerade komplett raus aus der Nummer. Aber ich kann die zwei da vorne nicht fangen. Das ist zum Kotzen gerade. Okay, auf geht's. Im Vergleich zwischen uns liege ich immer vorn. Vor allem Chacha! Hauptsache der führt! Ach, geh mir nicht auf den Senkel jetzt gerade! Ich muss nur, was geht denn so ab? Ja, lass mich in Ruhe. Heute ist das nur so ein 6000er Rennen, ich brauch die Kohle dafür. Keine Chance gegen die zwei da vorne. Ich weiß nicht, wer da rechts noch gefahren ist, aber da ist bestimmt, ich glaube, Ross bestimmt noch. Der war bestimmt, der war nämlich mehr oder weniger auf der Innenbahn überholt. Ja. Boah, Alter, was für ein Rennen, ey. Ich krieg die zwei da vorne nicht. Einmal versuchen wir es noch und dann machen wir erstmal was anderes. Mit ein bisschen Limit für die Kohle. Ich will dieses 28.000er Rennen gewinnen haben. Ah, okay, Justicia führt. Vor allem jetzt ist der Lamborghini viel. Konkurrenz!
Boah, der geht mir auf den Sack, weil der sich jedes Mal, sobald ich versuche anzusetzen, sich davor setzt. Das meine ich. Ja, verpiss dich jetzt, lass mich in Ruhe als Ähnliche. So, jetzt habe ich die Nummer erstmal ein bisschen überstanden. Aber da kommt der nächste direkt angeflogen. Genau! Später, Loser! Später, Loser! Das ist so kotzen ernsthaft jetzt! Ich hab das Ding geführt, ich hab das Ding angeführt und da steht eine scheiß NPC-Karre. Warte, ich ramm mich doch schnell weg! Ey, das ist zum Kotzen, ey, da fährt der mir in die Karre und sagt da, und die alte, Hilfe! Ja, spiel mit mir, ey. Wie läuft Speedy? Raidare scheint heute besonders gut drauf zu sein. Er ist begeistert. Die Werkstatt macht sich einen Namen. Nein! Die Werkstatt bringt Moneten! Wenn du willst, dass Raidare begeistert bleibt, zieh los und verdien mehr davon. Scheiß Mann. Ich hätte das Ding gewonnen. Ich meine, es ist jetzt ein tausender Unterschied, aber ich hätte das Rennen gewonnen, wenn... Mister, ich musste ja blöd im Wege stehen, NPC nicht doch dabei gewesen wäre. Ich sag ja, im Zweifel versaut der NPC das komplette Rennen. Das ist das, was mich dann nervt. Wie gesagt, du hast das Ding sowas von im Griff und führst und kannst da locker vorbeigehen. Hast einen gewissen Vorsprung und dann kommt die scheiß letzte Kurve und da steht ein scheiß NPC und sagt dann, hier, fick dich. Da stehe ich noch, das Thema erledigt. Oh, kann mir die Cops mal nicht einfach auf einmal auf den Senkel zu gehen? Ja, weil da jetzt noch ein scheiß Cop mitspielen muss. Das Ziel fährt viel zu schnell in einem Acura. Zentrale hier. Zielperson in Duncan Bay gesichtet. Jungs, dieser Park ist hier wieder aufgekreuzt. Zielfahrzeug ist entkommen. An alle Einheiten. Zielfahrzeug in Duncan Bay verloren. Suche fortsetzen. Halt euch auf und macht das Ziel ausfindig. Weil die Frage ist, kann ich das wo bin ich jetzt hier? Ja, da kann ich da zum Event. Zum. Ich weiß nicht, was der 8000 kostet, das Ding oder so, glaube ich, ne? Ich will dieses 28.000 Ding.
der Garage aufsuchen. Jawohl. So. Gut, ich gucke gerade, was wir noch haben an Events. So, kriege ich jetzt das. Warte mal. Da ist das Ding, ne? Wie teuer ist das? Was kostet der mich mit dem Auto? 16.000 kostet der mich. Also, wenn ich jetzt in der Nacht den Skyline-Sprint fahre, ich muss erstmal die Kohle zusammen kriegen. Was haben wir denn hier noch schön? Jetzt haben wir noch irgendwas, was ich jetzt. 16.000, hier ist noch einer. Paint the City Black. Das sind alles B. Ne, A plus Events. Da tritt aufs Gas. Die Kohle hätte ich noch. Dann würden wir das Ding fahren. Dann wäre ich bei 12.000 plus. Dann wäre ich bei 17.5. Was kostet der Matze? Was habe ich gesagt? Was kostet der Matze das Rennen? 18? 16? 16. Gut. Dann würde ich mal spontan sagen, die Nummer jetzt hier noch. Also nicht jetzt heute, sondern in der nächsten Folge. Und dann machen wir hoffentlich den Mazda. Und dann werden wir uns wahrscheinlich das Geld zusammensparen nach und nach für die Qualifikation. Naja, ich bin raus, Leute. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.